Lucian. Wir sind nicht weit von zu Hause. Siehst du den Leuchtturm von hier? Er ist ein Kasit. Er wurde auf einem Schiff geboren. Du kannst dich in einem der Schlafsäcke ausruhen.
aufgewacht, Trockbrot. Glaubst du etwa, du kannst dich einfach für 4 Monate dünn machen und nicht zahlen, was dem Stamm zusteht? Ein Blutpreis ist heilig. Niemand kann seine Verantwortung einfach so lange abschütteln. Ich zähle bis 10. Wenn ich dann das Geld nicht vor mir liegen sehe, wird es dir leid tun, nach Hause gekommen zu sein. Ja, aber du warst auch auf dem Schiff, nicht wahr? Wie viele Leben will deine Familie noch zerstören, bevor es endlich genug ist? Wenn du nicht zahlen kannst, werden wir dein Zuhause pfänden. Genug jetzt. 12 Menschen sind gestorben. Euer Verhalten ist einfach schändlich. Solche Drohungen auszusprechen, während unsere Gedanken noch bei den Toten sind, ist eine Beleidigung ihres Andenkens. Aber, Kammerlady Aberdeen! Ich sagte genug jetzt! Wenn ihr eure Forderungen nach der Trauerzeit erneut stellen wollt, bitte. Oliel, verabschiede diese Leute bitte. Ihr habt Mutter gehört. Fort mit euch oder ich sorge persönlich dafür, dass ihr diesen Monat Doppelschichten bei der Wache schiebt. Tut mir leid, dass du davon wach geworden bist. Bitte sieh es ihnen nach. Viele von ihnen haben Familienmitglieder verloren und können nicht mehr klar denken. Das würde ich ja, wenn ich könnte. Das Einzige, was ich tun könnte, ist, eine Zeit des Trauerns zu erklären und dir so ein wenig Zeit zu verschaffen. Dann hättest du ein paar Tage Zeit, das Geld zurückzuzahlen. Entweder verdienst du dir das Geld oder eine Stammesgunst, dann können sie dir nichts anhaben. Komm zu mir, sobald du zahlen kannst. Bitte finde einen Weg, die Sache zu regeln. Hast du vergessen, warum deine Familie diesen Blutpreis trägt? Hör gut zu. Das ist inakzeptabel. Das scheint das Beste zu sein, so gefährlich es auch ist. Denk daran, in Sierzo ist niemand allein. Zögere nicht, auch den Rest des Stammes um Rat zu bitten, wie man in der Welt da draußen überlebt. Wenn du für jemanden in Sierzo eine besonders gute Tat vollbringst, schulden wir dir eine Stammesgunst. Wenn du bereit bist, Sierzo zu verlassen, sprich mit Burak, dem Torwächter. Denk daran, du hast nur ein paar Tage Zeit. Mögen deine Ahnen über dich wachen. Zum Glück hast du den Schiffbruch überlebt. Rufus hat es für mich als Abschiedsgeschenk anfertigen lassen. Aber das Schiffswrack, es wäre nicht richtig, schon so bald zu gehen. Ich glaube an dich. Du schaffst das schon. Leb wohl, mein Freund. Thank you.
Hallöchen. Was kann ich für dich? In Ordnung. Was kann ich für dich? In Ordnung. Was kann in Ordnung? Und was jetzt? Hast du irgendwelche besonderen Fragen? Um den Heilungsprozess anzustoßen, kannst du verschiedene Sorten Tee brauen oder kaufen. Wenn das nicht möglich ist, ruhe dich einfach über längere Zeit aus. Was kann ich für dich tun? Ich brauche Folgendes. Was kann ich für dich tun? Kommt darauf an, ob du Kraft oder Nutzen bevorzugst. Deine Ausrüstung nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Um Ausrüstung zu reparieren, musst du beim Aufschlagen deines Lagers Zeit dafür aufwenden.
Kann ich dir helfen? Kannst du mir helfen? Ja. Einfaches Essen kannst du auf einem Lagerfeuer zubereiten. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun? Ich frage mich... Was kann ich für dich tun? Amber, mein Freund. Merkwürdig. Amber, mein Freund.
Hallöchen. Hey, hör mal. An Kuriositäten bin ich immer interessiert. Hey, hör mal. Tatsächlich könnte ich einen... Hier ist der Plan. Du wirst ihn erkennen, wenn du ihn siehst. Merkwürdig. Perfekt. Hauptsache, du hast eine gute Waffe, eine Laterne und reichlich Vorräte dabei. Hey, hör mal. Bis dann. Oh, was führt dich hierher? Wie geht es meinem Bruder? Ja, ein Jammer, dieses Schiffsunglück. Unfälle wie dieser passieren andauernd. Kein Schimmer. Ich war's auf jeden Fall nicht. Ich denke nicht, dass er meine Hilfe will. Oh, was für ein furchtbarer Tag. Sei gegrüßt, Freund.
Sei gegrüßt, Freund. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Denn sag's nicht weiter, aber thank you.
Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen?